Die rote Kugel von Basti beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Und ich werde den wahrscheinlich hier einsetzen. Oh, das Pokémon kommt auf uns zu. Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Pokémon Rubin Edition. Und zwar, weiß ich jetzt gar nicht mehr, kam er von oben, von unten? Ich glaube von oben. Und deshalb geht's jetzt hier einfach weiter. Hier ist eine Höhle. Das sieht doch gut aus. Haha, und wir sind endlich da, wo wir hin wollten, ins Hinoroville. Hier gibt's eine Arena. Pokémon-Arena von Hinoroville, Leiter Vasili, Künstler und Liebhaber des Wassers. Okay. Was wir auf alle Fälle hier sehen, ist, dass wir hier auch ein gleißendes, grellendes Licht haben. Aber wir gehen jetzt erstmal in die ganzen Häuser und suchen danach noch das Pokémon Center. Oh, die Tür ist zu. Der Markt ist aber offen. Was ist passiert? Dieses Wetter. Wurde etwas aufgeweckt? Ja, deine Mutter. So. Mal gucken, was haben wir hier? Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Hallo. Basti, du bist auch hier bei diesem heißen Sonnenschein. Oh ja, kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt? Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin auch damit beauftragt, die Urzeithöhle zu schützen. Dieser Sonnenschein wird durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die rote Kugel. Ich verstehe. Folge mir. Dieser Sonnenschein. Menschen und Pokémon brauchen Sonnenlicht zum Leben. Aber warum verursacht dieses Licht so viele Probleme? Die Sonnenstrahlen über Hinoroville werden immer intensiver und bald wird es in ganz hohen zu heiß. Und wenn das passiert, die Urzeithöhle ist dort drüben. Niemanden in Hinoroville ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu betreten. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der roten Kugel. Du musst gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet. Weil ich die rote Kugel habe. Dann gebe ich sie Treu oder Vasili und die gehen rein. Basti, ich hätte nie vermutet, dass du die rote Kugel bei dir hast. Dir wird nichts passieren. Mit deinem Pokémon an deiner Seite schaffst du es. Davon bin ich überzeugt. Die Legende, die der alte Mann am Pyroberg erzählt hat, war kein Märchen. Das natürliche Gleichgewicht von Hoenn verändert sich dramatisch. Und ich sollte vielleicht mal. Nee, ich brauch nicht in einen Pokémon zu gehen, die sind vollständig geheilt. Urzeithöhle. Hallo. Welches Pokémon kann nochmal Blitz? Kapilz. Kappels. Okay, es geht nicht weiter. Hätte ja sein können. Aber weiter. Leider. Ja, hör auf. Ich hab gesagt, hör auf.
ein Flunkiefer. Mit Bedroher. Tschüss, Flunkiefer. Hey. Da, da. Ein Ball. VM07, die hat uns hier noch gefehlt. Boah, ist das laut. So. Was haben wir hier für eine VM? Das ist... Kaskade. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt gut hört oder ob der Ton nicht viel zu laut ist. Ich bin mal hier alles ein bisschen leiser. Ich glaube, selbst im letzten Part konnte man mich nicht so richtig... Naja, hier hört man jetzt sowieso nichts hingehen. Ein Growdome. Wir haben ja noch einen Meisterball. Die rote Kugel von Basti beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Und ich werde den wahrscheinlich hier einsetzen. Oh, oh, das Pokémon kommt auf uns zu. Ein wildes Growdon erscheint. Los, Logok. Der hier nicht viel machen muss, weil ich, ja, Dürre, genau. Das ist das Problem. Beutel. Meisterball und let's go. Yay, Growdon wurde gefangen. Und ein Pokédex-Eintrag. Growdon, das Kontinent-Pokémon. Growdon wurde lange Zeit in der Mythologie als ein Pokémon beschrieben, das Land erschaffen und Kontinente vergrößern kann. Dieses Pokémon fiel nach einem erbitterten Kampf mit Kyogre in den Schlaf. Nö. Und auf dem PC. Das war's schon. Wow. Ich darf hier wieder rausgehen. Ihr habt's mir ja ganz einfach gemacht. So, ein Zubat ohne Augen. So, und nun, hä? Ist alles wieder gut, oder wie? Alles Leben beginnt in der Urzeithöhle und endet am Pyroberg. Woher kommen die Menschen und Pokémon? Wohin gehen wir? Dürfen wir uns jetzt die Stadt angucken? Wir sind ja wieder Leute, deshalb. Hm, du bist den ganzen Weg nach Cinnoroville gekommen? Du bist kein gewöhnlicher Tourist. Aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Nee, nee. Ich habe gerade euch euer Leben gerettet. Egal. Ei! Seit 30 Jahren lebe ich in Cinnoroville und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütternde TM entwickelt. Die schenke ich dir. TM 31. Was ist das? Ne? Durchbruch. Eine schier unbeschreibliche Attacke. Horror. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Der Arenaleiter von Cinnoroville, Vasili, hat viele Fans. Hast du auch Fans? Nein. Oh, meine Güte. Dann stehst du ja ganz alleine da. Streng dich einfach mehr an, dann bekommst du auch einen Fan. Wow. Die Fans strömen sogar aus Kanto und Johto hierher. Ich habe den Trainer-Fanclub in Sigras Old City besucht. Verrückte Sache. Ja, ganz verrückt. Ein Fanclub besuchen.
jetzt drauf. Es muss eine Verbindung zwischen Cineroville und dem Pyroberg geben. Meine Freunde und ich haben ein bisschen nachgeforscht im Labor, in dem wir gearbeitet haben. Ja, gibt's da bitte so eine Verbindung? Mein großer Bruder studiert das Meer. Ja, du sagst viel. So. Hier waren noch Häuser. Also, ein Haus. Die Höhle, die Cineroville mit der Welt verbindet, die sollte ursprünglich wohl etwas in der Stadt festhalten. Oder bilde ich mir das nur ein? Ein Unterwasservulkan brach aus und schob sich an die Oberfläche. Der Krater lag über der Meeresoberfläche und konnte sich so mit Regenwasser füllen. Und so entstand Cineroville. Ja. So einfach ist das. Das ist ja einfach nur ein Krater, der mit Wasser geflutet wurde. Was haben wir hier noch? Noch Mädchen. Hi, wie heißt du? Okay, netter Name. Ich heiße Bertha. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und barmherzig werde. Damit kann der Name aber auch nichts tun. Das war ihr Wunsch. Ah ja. Hier, das schenke ich dir. Eine Hohnmehlbeere. Was sie auch immer macht. Bertha will dir auch diese Beere geben. Ich mag sie sehr. Giefebeere. Okay. Ich frage mich, welcher Wunsch in deinem Namen verborgen ist. Ja, Wünsche. Im Namen. Whatever. Kurz mal auf die andere Seite. Lass mich raten, du bist, was Tilly herausfordern. Wirklich? Du bist wirklich mutig. Cineroville. Die mystische Stadt, in der die Geschichte stillsteht. Das Schild habe ich zuerst gesucht. Ein Stück des Nachthimmels umgeben vom Rund des Vulkankraters. Und in diesem runden Stück Himmel strahlen und blicken die Sterne, als wären sie lebendig. Ich liebe das. Aus. Hallo, du bist nach langer Zeit der erste Gast, den ich begrüße. Du hast mir den Tag gerettet, daher möchte ich dir diese Walmer-Puppe verschenken. Okay. Pass gut auf sie auf. Walmer-Puppe erhalten. Im Meer tauchen, Treppenstufen auf- und abrennen. Wenn du in diesem Ort lebst, bist du körperlich fit. Ja, bestimmt. Kennst du das Pokémon Schmerbe? Das ist bisher selten in Cineroville aufgetaucht. Ich liebe große Schmerbe. Mein großer Bruder sagt, dass Knilz größer ist. Aber das stimmt gar nicht. Jeder weiß doch, dass Schmerbe viel größer ist. Oh, wie? Oh, du hast ein Schmerbe? Bitte zeig es mir. Ich habe kein Schmerbe gerade hier. Hast du kein großes Schmerbe? Och, wie enttäuschend. Wenn du ein großes Schmerbe hast, dann komm bitte wieder her. Kennst du das Pokémon Knilz? In Cineroville wird es kaum gesehen. Aber ich liebe große Knilz. Größer, desto besser. Aber mein jüngerer Bruder sagt, dass Schmerbe größer sind. Verrückt. Knilz muss einfach größer sein. Du hast ein Knilz dabei, zeig es mir. Nur ich hab Kappels. Na, das ist doch schon ganz ordentlich, aber das ist kein Knilz. Nee, es ist ein Kappels, das ist die Weiterentwicklung. Warum willst du dir das nicht angucken? Lustig ist hier nicht gerade drauf. Hör mir zu und ich verrate dir etwas. Unter Wasser soll sich eine antike Ruine befinden. Da gibt es bestimmt Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden. Moriri! Maruri? Was? Antike Schätze? Wäre das schön, wenn es sie tatsächlich gäbe? Aber auch große Schätze wäre eine Reise unter Wasser zusammen mit meinen Pokémon herrlich. Okay. Schätze, ihr wollt doch nur Schätze sehen. Warte, wie dieses Programm befallen, bla bla, ich muss schon wieder weg hier.
Huch, wo ist mein Haus? Weg. Pyroberg. Auf seiner Spitze sind zwei Kugeln nebeneinander angebracht. Wusstest du das? Ja. Ja, genau, zwei Kugeln nebeneinander. Ist der Anblick dieser beiden irgendwie wirkt er beruhigend. Ich wollte erst beunruhigend sagen, aber nee, der wirkt ja beruhigend. Okay, dann gehen wir nochmal kurz ins Pokémon Center, da die Leute anquatschen. Was auch immer, wann oder wo passiert. Meine Freundschaft zu den Pokémon leidet darunter bestimmt nicht. Ich liebe es, mit Pokémon zusammen zu sein. Vasili, der Arenaleiter dieses Ortes, ist ein mächtiger Trainer. Man sagt, er sei der beste Trainer der ganzen hohen Region. Aber die Top 4, man sagt, die seien stärker als Vasili. Wie stark müssen sie dann erst sein? Tja, stärker als Vasili. Und jetzt geht's ab zur Arena. Auch wenn wir die jetzt nicht mehr ganz schaffen. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Ach ja. So, Treu, lass uns rein. Basti, wir verdanken dir alles. Der Himmel über Cineroville ist wieder normal. Dafür danken wir auch Vasili. Und genau dieser Vasili erwartet dich dort drinnen. Er ist stark, aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befindest, solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen. Gib dein Bestes. Tschüss. Pokémon Arena von Cineroville. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Chambersee? Arenaleiter Vasili in Cineroville ist der Meister der Wasser-Pokémon. Auf dem Weg zu ihm wirst du auf hohem Boden ins Rutschen kommen. Tut mir leid, aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Den Rest des Weges bist du alleine Meister. Was, wenn ich runtergehe? Dann das geht. Okay, der Weg ist nur für wir nach oben kommen. Ah ja. Hallo. Ich zeige dir die sublimen Techniken, die ich von Arenaleiter Vasili gelernt habe. Ich will ja jeden Trainer mitnehmen. Höre, Frieda hat einen Liebesfuß. Eindeutig ein Wasser-Pokémon. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn das hier keine Wasserarena wäre, ne? So, in einer von Wasser umgebenen Stadt. Ein Volltreffer. Bitte, verzeih mir, Vasili. Du bist ja nicht Vasili. Es gibt also noch. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Zucker. Schönheit Franziska. Mit einem Goldini. Goldini, Goldini. Okay, ruckzuck nehmen. Goldini. Übertreib's nicht. Und Level 47. Ein Weilmar. Ein Feuer-Pokémon in der Wasserarena wird es ein bisschen schwieriger, aber okay. No risk, no fun. Und no logog, wenn es so weitergeht. Ein Weißnebel. Ja. Schönheit Franziska besiegt. Oh, du bist stark. Ich weiß. Hier geht's auch nicht hoch. Gut, dann wissen wir, dass der Weg einfach nur da ist, um wieder hochzukommen. Das Rätsel geht ja so. Trainerin machen wir noch.
Die Art, wie Vasili kämpft, dieser wunderbare Anblick hat mich dazu inspiriert, Trainer zu werden. Lady Natasha Goldking. Okay. Wow. Wir haben gleich ein Lobok weniger. Von einem Lobok. Wir haben ja nur ein Lobok. Im Team. Es gibt ja Leute, die haben 6 gleiche Pokémon. Wir haben nur ein Lobok. Reicht ja auch von jedem eins. Und am besten natürlich verschiedene, ja, klar, verschiedene Typen. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jede VM irgendwie abdecken muss, aber naja. Damit ist Goldking jetzt auch besiegt. Und habe jetzt eigentlich Level 54. Und versucht Wuchtschlag zu erlernen. Ne, das sind die anderen Attacken. Nicht noch eine Kampfattacke. Du kämpfst mit mehr Anmut als ich. Genau. So, und das nächste Mal werden wir die Trainerin da oben noch besiegen und dann den Weg Richtung Vasili weiter fortführen. Bis dann und ciao. Ciao, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch noch eine positive Bewertung da lassen. Und abonnieren, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt und keins verpassen wollt. Bis dann!